am besten gefallen? Unsere Familien dürfen nach Italien fahren, nach Caorle. Da haben wir das Glück, dass wir eine Einrichtung von der Caritas gefunden haben in Bozen. Es ist ein wunderschönes Gelände mit einzelnen Steinbungalows und hier können unsere Familien eine Woche lang wohnen. Das ist ja auch cool, das ist man auch so ein Abwechslung vom Meer. Die Haie! Und auch die Tiere. Das ist super. Ja, das ist schön. Das Caorle selber so eine sehr schöne kleine Stadt. Die Kinder sind total gelassen. Also man kann sich wirklich entspannen, man muss sich keine Gedanken machen, man kann einfach mal abschalten. Sehr cool, das ist schön. Und das fand ich eigentlich bis jetzt immer echt toll, dass man sich auch in der Anlage so gegenseitig ein bisschen unterstützt. Unsere Familienerholung ist hauptsächlich für Familien aus München. Und wir achten sehr darauf, dass wir hauptsächlich Alleinerziehende mitnehmen, Familien mit geringeren Einkommen. Wir haben insgesamt 38 Plätze, die wir vergeben können und nehmen vorrangig Familien mit, die noch nicht mit am Meer waren und füllen dann auf mit Familien, die wahnsinnig gerne nochmal mitfahren möchten. Unsere Familien werden finanziell vom Jugendamt unterstützt. Und für die Organisation bekommen wir Stunden finanziert über die kirchlich-allgemeine Sozialarbeit vom Diakonischen Werk in Bayern. Letztes Jahr ist uns was ganz Tolles passiert. Und zwar haben wir von einer Gruppe Jugendlicher aus Roding eine Spende bekommen im Wert von 500 Euro. Das ist was ganz Besonderes, weil wir das so noch nicht hatten. Und davon haben wir ein Stand-Up-Paddleboard besorgt, damit die Kids und die Familien sich im Meer schön austoben können. Weil bei uns ja immer der Schwerpunkt ist Gesundheit und viel Bewegung, gesunde Ernährung. Und da ist uns diese Spende genau richtig gekommen. Das Besondere ist, dass wir zwei Beraterinnen dabei haben. Die Familien können sich beraten lassen, wenn sie Fragen haben oder schwierige Situationen haben mit den Kindern. Und zusätzlich gibt es eine Kinderbetreuung, das heißt, die basteln mit den Kindern oder machen eine Schnitzeljagd und da können die Kinder daran teilnehmen und die Mamas oder die Eltern können einfach mal sich eine Auszeit gönnen und sich entspannen. Oder hier mit dem Angeln, ne? Ja. Das ist dann Angeln. Das war vielleicht gut gewesen, ja. Da gibt es dann so Krebse und so und da kann man dann sich in den Läden so ein bisschen eine Angelschnur. Unsere Familien können sich eine Woche in Italien zusammen erholen. Wir fahren immer in der letzten Ferienwoche von den bayerischen Sommerferien.